Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video für meinen Kanal. Es geht weiter mit Sims 400 Baby Challenge. Das ist die falsche Anmoderation. Ich wollte an die Uni sagen, aber das war nicht richtig. Nein. Auf jeden Fall sind wir hier und sind dabei, dass unsere Kinder lernen. Denn wir möchten, dass die natürlich auch altern. Etc. Gut, ich wollte nicht auf NC Human Center, aber wir würden gerne unser Baby im Krankenhaus bekommen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Der letzte Part war ja ziemlich kurz, aber es hat euch tatsächlich trotzdem sehr gut gefallen. Deswegen mache ich mir einfach demnächst nicht mehr so viel Stress, dass es unbedingt diese Länge haben muss oder was auch immer. Weil, ich glaube, ich mache mir einfach nur selber den Stress, weil es ist ja trotzdem gut angekommen. Deswegen, ist der Part halt einfach so lang, wie er dann ist am Ende. Meine Sims haben jetzt zur Zeit, wenn sie Kinder gebären. Ich habe heute schon ein bisschen meine Legacy-Challenge gespielt. Ich wollte eigentlich aufnehmen, aber da war meine Kamera, mein Akku war noch leer. Und jetzt seitdem, irgendwie meine Sims haben jetzt immer diese Schuhe an. Das ist aber eigentlich nicht mein Ziel, weil so möchte ich nicht operiert werden. Also wenn es ein Junge ist, M. Und wenn es ein Mädchen ist, Y, ne? Meine ich. Ein Junge! Ich finde Merlin sehr, sehr cute. Deswegen nehmen wir das. Und es ist noch ein Mädchen. So, mir ist kein Name eingefallen, beziehungsweise nichts Besonderes. Aber ich finde Juli sehr, sehr cute. Deswegen nehmen wir das. Yay, wir haben Zwillinge bekommen. Das heißt, wir müssen noch mindestens eine Schwangerschaft haben, damit wir sie umstylen können. Und weil das jetzt ja demnächst schon soweit sein kann, wie wäre es, wenn wir einfach jetzt schon eine Umfrage machen? Weil ich würde gerne wissen, ob ihr weiterhin wollt, dass sie lange Haare hat oder ob sie kurze Haare mal ausprobieren sollte. Die natürlich wieder nachwachsen könnten bis zum nächsten Umstyling. I see you. Jedenfalls war das so meine Idee, ob sie vielleicht eine Veränderung mit ihren Haaren durchführen sollte. Und hier ist dann jetzt eine Abstimmung. Einser-Schülerin, I love you! Dann ist sie weg vom Fenster. Und dann könnten wir auch wieder Kinder zeugen. Nice! So läuft alles wie am Schnürchen. Sagt man das so? Ich bin verwirrt, okay? Lass mich. Die haben beide Hunger. Das ist okay. Hey, das sind deine Hausaufgaben, ne? Die sollst du noch weitermachen. Was hattest du für eine Fähigkeit gewählt? Sozial. Okay. Dann mach was Soziales. Und sie kann auf jeden Fall sich etwas wünschen. Und das verkaufen wir. Na du? Alles Gute. So, und sie ist noch ein Kind der Inseln geworden. Dann bitte nochmal die Kerzchen. Die brauchen wir. Also es würden sogar Zwillinge jetzt genau reinpassen. Deswegen gucken wir mal, ob wir jemanden finden, mit dem wir was anfangen wollen. Er sieht doch ganz nett aus. Wir bezaubern vorstellen. Let's go. So, und die Kiddos, die anderen hier, die haben doch hier diese Projekte angefangen. Okay, er findet es auf jeden Fall geil. Finde ich gut. Was? Er will nicht, dass ich seine Hände küsse? Hallo? Doch, jetzt schon. Okay. Er will auch keine Rose. Was ist mit ihm? Was ist mit ihr? Rachel Geller. Okay. Wieso ist sie jetzt hier? Sie kann mal gehen, Alter. Hä, warum haben wir denn bei dem so viele Fehlschläge? Oh, weil er verheiratet ist vielleicht? Aber sonst ging das doch auch nicht so schwer. Ey, du bleibst hier. Hier, Ästhetik. Wichtig. Ich will mit ihm reden. Das ist wichtig. Ich möchte jetzt mit ihm ein Kind zeugen. Direkt. Ich glaube, das mit ihm funktioniert nicht so gut. Wir sollten jemand anderen nehmen. Er hat keinen Ehegatten, deswegen ist er doch bestimmt perfekt für uns. Wieso läuft sie eigentlich nackt rum? Was ist mit ihr? Versuche, unter Müsselzweige zu küssen. Manche, das ist zu schnell, aber erotischer Austausch ging schon auf jeden Fall mit nur der Begrüßung sehr hoch. Deswegen, ich glaube, der will uns. Hey, warum hat das abgebrochen? Aber egal, wir fragen, ob er über Nacht bleiben will. Dann ist das einfacher. Klappt? Jo. Es kam aber kein Sound. Das ist immer das Schlimmste, wenn kein Sound kommt. Da weiß man nicht, ob es funktioniert oder nicht. Baby machen in der Dusche. Meinetwegen. Mir ist egal, wo wir Baby machen. Einfach Baby machen. Mir egal. Sie so, ich warte jetzt. Ja, warte. Ihr geht gleich wieder gut. Yay! She pregnant. Wir haben beide schon Level 4 erreicht. Das ist sehr, sehr cool. Denn das brauchen wir ja. Habt ihr schon Hausaufgaben gemacht? Nein, 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 nein. Du isst nicht den Kuchen. Dann servier was Neues. Hier, Chili. Nom, nom. Und wenn du schlafen gehen willst, dann nicht dort. Stimmt, die haben noch gar keine Betten zugeteilt bekommen. Ach, Udine, warum hast du denn noch was angefangen? Sie ist nicht mehr hier. Deswegen bye. Gut, das ist auch fertig. Oh, er ist immer noch da. Just go away. Xeni hat in der Schule etwas mitgehen lassen. Ja. Ihr habt euch aber alle gut geschlagen. Das ist schön. Die Babys stressen mich nur minimal, aber naja. Weil die haben die ganze Zeit nur zu tun. Oh mein Gott, die machen die ganze Zeit irgendwas. Und
kam zu nichts. Es ist mir zu realistisch einfach. Fluch des Flaschengeistes. Oh, ich glaube, ich habe das noch nie gespielt. Lol. Piep, piep, piep. Du hast mir die Tag gerettet. Same. Woran ist das angelehnt? Hä? Sagt mir gerade irgendwie gar nichts. Vielleicht bin ich auch nur doof. 5 Uhr morgens am Mittwoch. Das heißt, die beiden können älter werden. Naja, dann mal let's go, ne? Anhänglich. Ah. Ich glaube, ich will ihm eine andere Frisur geben. Wie sieht's bei dir aus? Heikel. Lange Haare. Das Geld nimmt man immer gerne. Dann meine Credit Sim, ne? Wie sie sich direkt ins Kugelbad begibt, ne? Also ich meine... Oh, Baby. Oh, sie weint. Oh. Oh, sie gehen beide. Oh. Die beiden sind cute auf jeden Fall. Sie hat gerade Zeit, deswegen kümmert sie sich einfach ums Kind und bringt dem schon mal die Denkfähigkeit bei. Denn die ist schwerer zu erreichen, weil du für die Blöcke ja erstmal Level 2 erreicht haben musst. Und bis dahin ist kritisch auf jeden Fall. Aber wir kriegen das hin, wenn Mama uns hilft. Sie hat sehr viel Spaß im Leben und er so, nein, ich will nicht sagen, was auf dieser Karte steht. Geh weg! Und das ist, glaube ich, das Leben mit Kleinkindern. Wieso wird sie jedes Mal geschockt? Ich raste aus. Das kann es doch nicht sein. Aber was sollen wir tun? Es ist jetzt leider so, dass sie immer geschockt wird, wenn sie an diese Maschine geht. I guess, das ist ihr Schicksal oder so. Denkt auf jeden Fall an diese Umfrage, denn die interessiert euch ja anscheinend auch, weil ich meine, ihr guckt das, ihr wollt ja natürlich auch wissen, wie sie... Ihr wollt entscheiden, wie sie aussieht. Wissen tut ihr das sowieso. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!